auch Halle 6 ist nicht vor Motixo sicher. Allerdings sind hier viele normale Stände, deshalb filme ich hier nicht sonderlich viel. Hier A8 Club, viele alte wunderschöne A8s. Hier laufe ich nur mal grob durch. Die anderen Hallen haben wesentlich mehr Potenzial. Hier sind halt viele Stände, die Dinge verkaufen. Hier coole Defender-Umbauten. Schöne alte Audis. Egal wo man hinschaut, egal wo man hinblickt, überall coole Autos. Ich sehe gerade, da draußen gibt es auch so eine Ausstellungsfläche, wo Leute ihre Autos hinbringen können. Da laufen wir natürlich auch mal hin. Also es hört hier wirklich nicht auf mit coolen Autos. An jedem Eck sind coole Autos. Ich filme jede einzelne Halle. Mein Kameraakku ist am Glühen. Ich habe ihn schon wechseln müssen. Und ich hoffe, dass er die Kamera nicht abfackelt, so warm wie die jetzt schon war. Guck mal, was hier draußen Schönes zu sehen gibt. So. Okay. Da kommt sogar ein bisschen die Sonne raus, der S600. Ein bisschen komischer. Hat er den Schriftzug irgendwie nachträglich noch drauf gemacht und dann V12 B-Turbo neben dran geklebt. Das sieht so ein bisschen, sieht nicht so schön aus. Auch an der Seite B-Turbo drüber geklebt, nicht so toll. Er wollte halt, das ist ja der Sinn vom 600er eigentlich, dass man die Übermacht hat, das aber nicht so zeigt. Und er hat das Gegenteil gemacht, dann da drauf geklebt, was es ist. Das Tolle dahinter ist doch, dass man das dann weiß, dass nur die Kenner das erkennen. Ich stoppe das Video kurz und gehe mal wieder zurück rein. In Halle 6. Laufen wir mal schön weiter, zeige ich euch mal alles. Alpina B3 36, schick, schick. SL 55, auch sehr schick. GT3 R, Bentley Continental. Den fand ich super cool, als der rauskam. War noch eine Sonderedition, was Besonderes. Der hat nämlich hier diese Carbon-Türen. Den finde ich wirklich cool. Den hätte ich mir damals zugelegt, aber jetzt ist natürlich doof, ne? Wenn man so ein altes Modell fährt. Wobei mittlerweile mit dem Elektro-Pack und so hat das auch wieder seinen Charme. Aber an sich Bentley so ein Auto, wo man dann schon den aktuellen braucht, um cool zu sein. Dann hier ein Heckflosser, stretched, verlängert. Nur 40.000 Euro. Lustig. Gab es original nicht so. Es gibt ja, wie eben gefilmt, in den anderen Hallen Pullmans und Landaulees, die original sind. Hier wunderschöne Autos auch, Mensch. Da drüben aber auch, jetzt weiß ich nicht, wo ich hingehen soll. Laufen halt auch einmal rum. BMW Club, ah ja, okay. Hier ist der BMW Club. So hat BMW hier alles, was cool ist, ausgestellt. 850 CSI. Dann noch einer. Alpina B7 Turbo. Dann gehen wir einmal hier rein bei dem 3,0 CSL. Hier sehr cool der Touring. Allrad, B10 3,0, Allrad, sehr cool, Z1, B7 Turbo, 6er, ist auch ein Alpiner, Z8 mit Hardtop, sieht auch interessant aus, hier ohne das Hardtop, hier mit Hardtop als Safety Car,
Ich hatte gehofft, dass in der Halle es ein bisschen langweiliger ist und nicht so viel zu filmen gibt. M1 habe ich eben auch schon eingefilmt. Und vor 2 Tagen in Amsterdam auch schon ein oder sogar mehrere auf der Amsterdam Motorshow Video auf meinem Kanal. Gehen wir mal dahinter. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, dass ich hier nicht so viel filme. Aber da hier auch wieder wunderschöne, tolle, coole Autos an jedem Eck lauern, muss ich hier wohl auch wieder alles filmen. Das alles mache ich für euch, um meinen Kanal aufzubauen und euch eine Freude zu machen für alle Menschen, die es hier nicht herschaffen können. Ich würde mir so ein Video wünschen, wenn ich es nicht hierher schaffe. So, da gibt es ganz viel Ramsch. Nee, natürlich Sammlerstücke. Maserati, Quattroport, ganz viel Ramsch. Nee, ich finde das auch alles cooles Zeug. Man muss halt genau jemanden finden, der das sucht. Und das ist doch schön, dass es dann sowas gibt. Das sind ja alles einmalige Teile. Morgenclub Deutschland. So, aber hier kann ich jetzt mal stoppen und in Halle 7 überwechseln. Die einzelnen Teile hier will ich jetzt nicht auch noch filmen. Willkommen in Halle 7. Die besticht direkt hier mit diesem Veyron. Auch hier, ich weiß noch nicht, wie ich die Stückelung mache. Jede einzelne Halle filme ich. Es steht im Titel genau, welche Halle ich filme. Bis jetzt war jede Halle absolut sehenswert. Ich filme das Event von vorne bis hinten, jedes Auto, jeden Stand für Menschen, die es nicht hierher schaffen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und falls das jetzt hier gerade startet, weil dann das Video Halle 7 heißt, habe ich diesen Text jetzt nochmal gesagt. Schaut gerne die anderen Videos an, die anderen Teile. Wunderschön. Und ich bin sehr verwundert, dass in Halle 7 noch immer genauso viel abgeht und coole Autos sind wie in all den anderen Hallen. Wirklich sehr beeindruckend. Dann auch sehr schön hier Lamborghini, Traktor mit, das ist ja interessant, Kettenantrieb, der die Räder antreibt. Kann man das Rad wahrscheinlich abnehmen, so wie ich das jetzt sehe. Ja, genau. Und dann kann man auch mit Ketten fahren. Das ist ja cool. Sind alle so süß und klein. Sehr, sehr cool. Das ist mal ein prächtiges Auto. Das sieht wirklich sehr cool aus. Auch endlich mal eine gescheite Farbe. Leider innen drin nur schwarz, allerdings auch hier ein bisschen zwischen den Schwarztönen gewechselt. Es ist so ein helles Schwarz, was einen gräulichen Schein hat, was ja angenehm anzuschauen ist, mit einer roten Ziernaht in der Mittelkonsole und am Schaltknopf und auf den Sitzen. Es ist ein Vitesse. Wenn ich mich recht entsinne, war der Vitesse einfach nur, dass er kein Dach hat, quasi die Cabrio-Version und dann auch schon Facelift, also die neueren Veyrons. Die haben hier auch nämlich einen anderen Front-Splitter. Ich habe auf meinem Kanal ein Video, Utixo, alle Veyron-Modelle eingeben. Da habe ich jedes einzelne Modell vom Veyron gezeigt. Dann habe ich auch ein Chiron-Video und Koenigsegg, auch jedes einzelne Sondermodell, was es jemals auf Planet Erde gab. Jetzt werde ich gerade angerufen und muss mal kurz das Video stoppen. SL55 von Carlson, auch sehr schick. Das Rot ist ein bisschen heller, glaube ich. Ja, wobei, das ist vielleicht Quatsch. Hier ist einfach nur ein gutes Licht. Es wirkt so hell, irgendwie heller als das normale Porsche Rot. Dann wieder ein Z8. 2002 Turbo. Ein, keine Ahnung was, Ferrari. Habe ich ja oft gesehen. Auf verschiedensten Messen, wie er heißt, weiß ich nicht. Nicht damit aufgewachsen. Zu alt, vorne steht's drauf. Hier haben wir einen 250 GT. Ah ja, das ist der nämlich mit diesen lustigen Augen. Sieht aus wie so ein Datsun. 330 GT. Jetzt wird jeder, der auf die Kiste hier steht, durchdrehen, dass ich sage, der sieht aus wie ein Datsun. Hier, Scuderia 430.
kleiner Dino. 360 Spider, 55. Ein Barchetta 55. Dann direkt noch einer. Da haben wir einen Super Legera zu erkennen. Klar am Schriftzug, aber auch am Spoiler und an den Rädern. Vantage V12 zu erkennen an diesen Lufteinlässen, Auslässen. Wir laufen mal einmal die Runde hier. Also unfassbar, wie groß die Messe ist und wie gut jede Halle gefüllt ist mit Autos. Sehr, sehr beeindruckend. Sehr gut, weiter so. Gerade jetzt. Ich kann es so wiederholen. Ich habe es eben schon in einem anderen Hallenvideo gesagt. In einer Zeit in der, auf der IAA und in Genf habe ich beides auch gefilmt. Zu, keine Ahnung, 90% nur noch Elektrofahrzeuge ausgestellt werden. SLR Roadster, 300 SL Roadster, nochmal 300 SL Roadster, dann 190 SL, mehrere nebeneinander. Auch sehr, sehr cool hier ein XJ220, der irgendwie zerlegt ist. Dem fehlt ein bisschen was. Ach, hier ist der Motor. Ja, das ist ja witzig. Ja, hier ist der Motor vom XJ220. Das ist ein Sechszylinder, bin ich der Meinung. Ja, genau, hier haben wir 1, 2, 3. Auf der anderen Seite nochmal. Le Mans Blue Over Beige, 850 Kilometer. Undergoing Full Recommissioning. Okay, der wird neu gemacht. Die Reifen sind natürlich oberasozial. Das ist heutzutage recht Standard. Mein Auto zum Beispiel fährt auch auf 305 im Sommer. Das sind 345. Das ist schon heftig. Und dann aber nur auf 18 Zöllern. Damals war das schon sehr mächtig. Ein 18 Zöller, aber die Dicke macht es halt wirklich hier aus. Heutzutage hatte man so, ja, 315, 305er Reifen, aber dann halt 20, 21 Zoll. Sehr cool. Auch sehr schön, dass man sowas hier ausstellt und das realisiert, dass das Auto hier so ohne Motor steht und ohne Hinterachse. GT3S. Nebendran ein GTO, ein SLS Final Edition. Wirklich gelungene Spec, Innenraum komplett im Blau, wie der Außenspiegel, der Zierstreifen. Sehr, sehr schick. Sieht super aus. Sieht wirklich cool aus. Auch hier, Final Edition hat es verdient, hier oben drauf zu stehen auf dem Podium. Sehr, sehr cool. Final Edition. Da ist auch eine kleine Plakette, Carbonhaube und der Flügel hier, SLS Black Series direkt nebendran. Und hier ein SL65, sehr cool, R129, V12 Biturbo, sehr solide. Da muss ich kurz das Video mal stoppen, um mit meinem Handy hier noch ein Foto zu machen von den zwei Süßen hier. Cool auch, man kann den Dreipunktgurt nutzen oder auch den normalen Gurt. Spazieren wir mal weiter. Was haben wir hier in der Reihe? Gehen wir mal hier lang.
Halle 8 müsste endlich mal die letzte Halle sein. Ich bin gespannt, wenn sie da plötzlich auch wieder irgendwelche ultra krassen Karren haben, dann weiß ich nicht, wie wann das. Also das hört ja gar nicht mehr auf mit den ganzen coolen Autos. Ich war letztes Jahr auch schon hier. Und irgendwie hatte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das so groß ist. So viele Hallen, prall gefüllt mit tollen Autos. Sehr beeindruckend. Dicker alter Bentley. Das Lustige bei denen ist, dass die sogar schnell waren. Oder es noch immer sind. Obwohl die so riesig sind. Hier ist noch ein Stand frei, wo niemand gebucht hat. Ich habe noch keine gesehen, aber zuletzt war ich hier auf der Messe in Essen zur Tuning, Essen Motor Tuning Dingsbums Show. Da ist das Klientel ein ganz anderes. Zarte Schweineschnitzel mit Champignon gibt es hier heute zu essen. Zart. Und dann kauft man das, dann kaut man auf so einer Schuhsohle rum. Das zarte Schnitzel. Ne, vielleicht ist es wirklich zart, ich weiß es nicht. Ich werde es aber auch nicht ausprobieren wollen. Langsam haben wir's, ne? Was gibt's hier noch? Können wir schauen mal kurz in Halle 8. Dann nehme ich die noch gleich mit hier in dem Video von der Halle 7. Halle 8, ich stoppe das Video kurz. Halle 8 ist sehr übersichtlich. Die kann man durchaus noch mit dran schneiden. Ist nur so eine kleine Zusatzhalle. Und dann habe ich alle Hallen. Dann gucke ich, dass ich das Video jetzt noch hochgeladen bekomme, dass ich, Utixo, mal wieder der erste und einzige auf der Welt bin, der dieses Event hier sofort geuploadet hat. Dass jeder direkt in den Genuss kommt von Tag 1. Das komplette Event sich anzuschauen. Auch hier stehen wieder viele Autos rum. In der allerletzten kleinsten Halle, hinten im Eck versteckt, verstecken sich wieder Schätze. Dicke Isetta. Was bist du? Ein geiler Unimog. Ja, sehr geil. Unimog, ganz wirklich geil. In Halle 1 war ein richtig geiler Unimog. So ein ganz, ganz neuer. Voll geil, dass sie noch immer gebaut werden. So, jetzt gehe ich mal ins Pressezentrum, mache euch das Video und gehe aufs Klo und trinke was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt alle Videos geschaut und euch darüber gefreut, dass ich das alles für euch dokumentiert habe. Kommentiert, abonniert, folgt mir. Danke. Tschüss. Viel Gesundheit euch und eurer ganzen Familie. Ja.